Das ist das Süßeste, das ich jemals gesehen habe. Jo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es wird ein richtig, richtig kurzes und kleines Video werden. Die Idee davon habe ich auf verschiedensten Hundeseiten auf Instagram gesehen und da momentan niemand, aber auch wirklich niemand Zeit hat und der Umstände entsprechend auch hier niemand wirklich gerade für mich da ist, mit mir zu drehen, habe ich mir gedacht, Akani, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Die Idee ist folgende heute. Mach mal Sitz. Ich habe hier einen richtig geilen Teller mit verschiedensten Sachen geholt, die Hunde essen dürfen, die für Hunde verträglich sind. Wir haben hier Möhren, Äpfel, Brombeeren, Erdbeeren, Birnen, Banane, Melone und Kohlrabi. Und das darf der Hund alles essen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist eigentlich der Geschmackssinn von meinem Hund und was mag mein Hund überhaupt? Bis dato hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass Akani alles ist. Jetzt ist mir aber letztens aufgefallen, dass er bestimmte Sachen einfach wieder ausspuckt und sie zwar mitnimmt, aber nicht wirklich isst. Und ich würde jetzt gerne einfach mal abstecken, was mein Hund isst. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Video-Idee ist. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Eine Sache, die ich auf jeden Fall weiß, ist, Akani Möhren gerne mag. Äpfel hat er auch schon mal gegessen, Bananen kaut er manchmal. Dann hat er seine ganzen Zähne damit verklebt und das war's. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Akani, mach mal Sitz. Sitz. Gib Foto. Sehr schön. So, dann fangen wir an mit Kohlrabi, würde ich sagen. Ich esse ein Stück. Um zu zeigen, dass man es essen kann. Und jetzt kriegst du ein kleines Stück Kohlrabi. Magst du Kohlrabi? Er spuckt es wieder aus. Das war das Ding. Ich weiß halt nie. Ist das süß? Okay, ich glaube, Kohlrabi ist schon mal safe. Lass uns mal ganz kurz ein Thumbnail machen, ja? Oh. Okay, das ist wirklich Top-Notch-Content hier, Leute. Was ist aus mir geworden? Ich hab keine Ahnung, ey. Das ist einfach süßer Content, wie der isst, Alter. Das ist einfach richtig ASMR-Content. Magst du Banane? Ich esse ein Stück Banane wieder, okay. Mhm. Und mach ich ein Stück ab. Pfote? Fein, sehr gut, ja, ja, toll. Magst du Banane? Kann es sein, dass er einfach alles isst? Also, okay, Banane scheint hier auch gut reinzugehen. Ich gebe ihm extra mal nur kleine Sachen, weil ich will jetzt seinen kompletten Magen nicht durcheinander bringen. Wie gesagt, wir haben doppelt und dreifach geguckt, dass das alles Sachen sind, die er essen darf. Passt also soweit. Möhren, weiß ich hundertprozentig, kriegt er sogar manchmal zwischendurch. Möhren mag er auf jeden Fall. Ist immer so das Ding, er isst sie nicht komplett. In kleinen Stücken mag er sie, in großen, ganzen Möhren isst er sie nicht immer komplett auf. Aber... Mann, ist das süß! Wer kriegt heute Abend kein Futter, weil er gerade den ganzen Teller leer isst? Du kleiner Mann, du. Wer versteht gerade gar nicht, was hier abgeht? Du. Und wo geht das ganze Geld hin? Nicht in Hundefutter, sondern in Essen für mich. Natürlich ein Spaß, er kriegt das beste Futter nur. Viele Leute, die sich übrigens fragen, ob ich Akani vegetarisch oder vegan ernähre. Nein, tue ich nicht. Der kriegt ganz normal Fleisch, Alter, im Gegensatz zu mir. Kriegt der auch zwischendurch mal. Ich habe so Leberwurst für Hunde gekauft. Fettwurst sieht aus wie ein Dildo. Das mag der ganz gerne. Also, die, nicht die, die... Reden wir nicht drüber, machen wir weiter mit Birne. Ein Stück Birne. Schon lecker, Alter. Das ist einfach meine. Okay, mach Sitz. Komm her. Komm her. Nein. Du musst dich schon hinsetzen. Wenn du einfach liegen bleibst, du fettes Stück, kriegst du gar nichts von mir. Du musst dich schon. Okay. Ich mach mal die Schale von der Birne ab, weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich daran irgendwie verletzt oder schneiden könnte. Das ist auch so eklig, dass ich selber vorher einmal esse, aber dem ist es eh egal. Okay, Birne. Was sagst du zu Birne? Das ist das Süßeste, das ich jemals gesehen habe. Und du verstehst gar nicht, was hier los ist. Okay, Birne also auch. Ich glaube, ich könnte ihm jetzt einfach den kompletten Teller hinstellen. Er wird alles essen. Aber wir wollen ja Stück für Stück abstecken. Beim nächsten Versuch werde ich einfach mal gucken, was er am ehesten davon isst. Erdbeere, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist halt sehr süß. Mmh, boah, ultra lecker einfach. Magst du Erdbeeren? Guck mal hier. Hopp. Könnte ich mir vorstellen, dass er es nicht mag, weil es ihm zu süß ist vielleicht. Nee, er leckt sie nur ab. Guck mal. Ah, okay. Ah, ja. Ja, das Sofa jetzt hier natürlich... Das ist so dumm, dass wir jetzt hier am Sofa machen. Oh, wow. Ja. Meine Sofa ist ja gleich rot. Ist das doch? Ja. Bro, gibt es irgendwas, was du eigentlich nicht isst? Akani ist so der Type of Guy, wenn ein Mensch würde auf jeden Fall noch Ass eaten. Sau inappropriate, das Comment, aber es ist so. Okay, Brombeere, weiß ich nicht. Apfel. Ich überleg gerade, habe ich mir schon mal ein Stück Apfel angeboten? Nein. Nein, ich weiß es gar nicht. Ich gebe ihm auch mal ein Stück von dem Apfel. Der ist übrigens sehr lecker. Ich glaube, in sogar in voll viel Hundefutter ist Apfel drin, so ein Stück, ne?
Das ging sehr schnell. Was? Alles klar, das war's dann an der Stelle vom Apfel. Brombeere, da bin ich wirklich, mag jemand wirklich Brombeeren? Ja, ich. Ich bin da irgendwie immer so, ich weiß nicht, ich finde die so, die sind so weird zum Anfassen, irgendwie so, die sind so. So Himbeeren sind voll geil, aber Brombeeren sind so der böse Bruder von Himbeeren, ich weiß es nicht. ja, sauer, weißt du, was ich meine? Ach nee, geht mir gar nicht, das wird er nicht mögen. Das wird er nicht mögen. Sehr eklig, oder, was ich hier mache? Hier, guck mal. Magst du Brombeeren, Bro? Nein, das ist doch viel zu sauer. Hä? Hä? Der mag das auch? Das ist krass. Ja, okay, gut. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Wassermelone kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wassermelone, super, super lecker. Aber isst ein Hund Wassermelone? Komm mal her. Hopp. Digga, dieser Hund. Wenn ich ihm das jetzt hinhalte, was wird er zuerst davon essen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich die Möhre oder die Kohlrabi, weil er es am ehesten kennt. Okay, schau mal hier, was magst du als erstes? Den fetten Apfel? Das ist fast Größte. Bro, ich glaube, das ist ihm aber auch zu groß. Okay, halten wir hier nochmal hin. Was denn jetzt? Möhre? Möhre? Ja, Möhre kennst du. Erdbeere? Banane? Banane! Banane ist der Favorite. Alles klar, gut. Da haben wir auf jeden Fall heute einiges über meinen Hund gelernt. Der frisst einfach alles. Der frisst einfach alles. Hallo. Nein, du hast jetzt genug. Du kriegst gleich noch. Nein! Du kriegst gleich noch Abendessen. Ja, keine Ahnung, was für ein Video das war. Ich fand es einfach mal witzig, das auszuprobieren. Vielleicht können wir das ja nochmal mit verschiedenen Drogen machen. Das war's von diesem wunderschönen Video. Habt auf jeden Fall alle noch einen wunderschönen Tag. Und wir beide gucken jetzt mal, dass du was Richtiges hier zu essen bekommst, ne? Bisschen Hundefutter. Das schmeckt mir übrigens auch. Ich bin an der Stelle raus, meine Freunde. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Und wir sehen uns die Tage wieder bei einem weiteren. Macht's gut. Tschüss.